Nachdem wir nun die erste Welt ohne Probleme durchquert haben, stehen wir nun hier in einer neuen Gegend. Und wie es halt bei einem New Super Mario Bros. Spiel so ist, ist diese zweite Welt logischerweise eine Wüstenmap. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play New Super Mario Bros. Ich bin schon gespannt, was diese Welt so alles für mich zu bieten hat. Ich kann mich nämlich tatsächlich gar nicht mehr an die ganze erinnern. Also wirklich 0,0. Vielleicht wird meine Erinnerung dann später mal wieder aufgefrischt, wenn ich mal die ersten Details von der Map genau sehe. Vor allem von den Secrets her. Pff, keine Ahnung mehr. Ich bin aber trotzdem groß davon überzeugt, dass wir wahrscheinlich alle Secrets hoffentlich finden werden. Wenn nicht, das wäre echt traurig. Und okay, mein Gamepad-Sound hat gerade gelaufen, deswegen sorry, wenn ihr es gerade doppelt gehört habt. Das deswegen mag ich Pokés nicht. Die machen nur Schaden. Pog ist generell so ein Gegner, den ich nie zu schätzen weiß. Ich weiß nicht wieso, aber die... Nee. Gefällt mir einfach nicht. Die ist gleich direkt die zweite Scherbe und so... Wow. Wow, das war jetzt so ein krasses Risiko. Mhm. Boah. Okay, den habe ich sogar berührt, aber hat dem Spiel nicht gejuckt. Oder hat dem Spiel besser gesagt nicht gereicht. Gut, dann damit wieder ein neues Power-Up. Ich brauche natürlich wieder eins im Lager oder so. Sollte ich nämlich mal drauf gehen. Nicht, dass ich da komplett das kleine Mario durch muss. Das kann gefährlich enden. Ja, und auch schon in diesem Spiel haben die Pokés mit einem Headshot nicht gere... Was? Warum ist da unten eine Mini-Röhre? Nee. Ist ja... hä? Ja klar, lauf einfach weiter, warum nicht? Hä, ist da unten jetzt schon Secret? Das ist aber nicht gut. Oh, oh. Hä, wenn aber hier... Oder ist das nur so ein Münz-Secret? Ich habe alle drei Sternmünzen. I don't know. Ich möchte nur das Ziel sein, nicht wahr? Oh, lol. Peace Witch. Ah, okay, damit ich den noch überqueren kann. Um mir auch das One-Up zu sichern. Na gut, das erste Level war noch cool zum Einspielen. Was das jetzt mit dieser Röhre auf sich hat, I don't know. Ich muss kurz mal auf die Map gucken, ne? Ich kann mir nur erklären, dass man da unten irgendwo an die Kanone kommt vielleicht, nicht wahr? Ne, kann auch nicht sein, weil... Kann man hier nicht irgendwie... Ich drücke jetzt nicht so viel herum, weil sonst speichere ich aus Versehen sogar. Also Save State noch, das will ich nicht. Nee, stimmt nicht. An die Kanone kann man irgendwie anders. Das war nicht über das Level. Ja, dann war das wahrscheinlich nur irgendwie so ein lamer Secret, der zwar mit Mini-Pilz erreichbar ist, aber nichts bringt. Na gut. Hauptsache alle drei Sternmünzen. Gut, Welt 2-2. Das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Ein bisschen mehr Grün und sowas. Also so eine Art kleine Oase. Freue ich mich schon viel mehr. Ich nehme das sofort wieder zurück. Oh nee, Lakito kommt ja in dem Level. Oh Gott, jetzt. War natürlich klar, dass es nicht so rosig bleibt. Kleiner Sp... Jetzt aber. Hä, lol. Konnte man den... Da brauche ich eine Brustblume, nicht wahr? Och, Mann. Leider habe ich diese eben verspielt. Also ich brauche schnellstmöglich eine Brustblume, weil sonst gehen wir hier... Ist das hier das erste Level, wo wir nicht First Try alle... Oder es geht mir ein Ding... Ach komm! Ja nee, ist klar! Nur! Jetzt nicht. Ha, natürlich, mit dem Koopa-Panzer geht's auch. Jetzt muss ich genau aufpassen. Hier oben kann überall was versteckt sein, sage ich's nicht. Was haben wir hier? Hier ist schon eine Sternmünze. Ey, ist so richtig unfair. Es war die erste. Es würde mich nicht wundern, wenn alle Sternmünzen tatsächlich in der Luft wären. Das kann ich schon mal ausschließen. Hier ist nämlich die zweite. Das heißt, ich brauche jetzt schnellstmöglich einen Pilz oder so. Ja, die gute Frage, wo? Hier nicht. Pilz, I need you. Bin ich eigentlich blöd? Ich hab eine Brustblume im Inventar. Dann verwenden wir einfach mal die. So, und du gehst mir jetzt nicht auf die Nerven. Ja, nee, ist klar. Nee. Genau, roll runter. Boah, der trifft sogar genau. Dieser kleine Typ. Eigentlich wollte ich nur kurz was erzählen, aber das kann ich mir gerade sparen, weil mich der hier gerade nervt. Ja, jetzt ist er down. Hier war, soweit ich weiß, auch kein Secret. Zumindest wüsste ich nicht, dass hier einer wäre. Hier ist eine Brustblume. Ey, der Kerl geht mir... Ja, klar, jetzt landet er genau bei mir. Ist hier was? Hier ist was. Ah!
Wait. Okay, jetzt hat es funktioniert. Dann muss das hier auf jeden Fall die zweite Brustblume. Ah, die zweite Brustblume, genau. Die zweite, die dritte Sternmünze sein. Ja, so ist es auch. Ich glaube, das war sogar das einzige Lakito-Level im kompletten Spiel. Mir fällt jetzt auch spontan kein anderes ein. Na gut. Und hier ist das Ziel. Noch kurz mit Anlauf und dann brauche ich ganz kurz mein Ladegerät. Oh, wow. Hat super funktioniert. Da wäre ein One-Up ausgegangen. Habe ich nicht geschafft. Ne, ich wollte eigentlich noch kurz erklären, warum habe ich mich eigentlich für dieses Spiel entschieden, dass ich das Let's Playe. Weil eigentlich hatte ich ja ein anderes geplant, tatsächlich keinen DS-Titel. Den Grund, den werde ich euch jetzt gleich hier im Level erzählen. So, was haben wir denn hier? Oh ne. Muss ich Sicht ändern? Ja, nein. Ne, muss ich nicht, okay. Also intern von den Leveln, wo es halt hauptsächlich im Untergrund stattfindet. Wartet. Oh nee! Da war ein Secret drin, das weiß ich. Das weiß ich. Oh, wie ging der nochmal? An den habe ich keine Erinnerung mehr. Ich kenne das Level noch, aber wie ging der Secret nochmal? Hier geht's auf. Ja, okay, hier geht's mit Bahnsprung rauf, das weiß ich sogar. Oh ja, das war mit diesen Plattformen. Das ist so ein Kanalsystem. Genau mit den Teilen hier. Und Flapflaps sind auch hier unten, also die Fledermäuse. Euch töte ich auf jeden Fall. Was ist jetzt der richtige Weg? Das ist die gute Frage. Ich habe so ein Gefühl, es war falsch. Oder? Warte mal. Okay, hier ist nur ein Münzblock. Ich möchte mich doch lieber... Ah! Wow! Hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Nee, eigentlich nicht. Okay, ich dachte, der wäre vielleicht schon die zweite Sternmünze, man weiß ja nicht. Hier im DS-Teil sind die ja logischerweise sehr nah beieinander. Nee, also warum... Oh, lol. Warum habe ich mich dazu entschieden, jetzt hier diesen DS-Titel eigentlich zu Let's Playen, wobei ich eigentlich einen anderen Titel vorhatte? Der Grund darunter ist der, aufgrund, da wir ja aktuell im Jahr 2020 den 35. Geburtstag anschließend von Mario feiern, hat ja Nintendo ein bisschen angekündigt, eventuell so ein paar... Remakes von einigen Spielen zu machen und unter anderem ist da eines dabei, welches ich Let's Playen wollte und naja, es sieht halt mega dämlich aus, wenn ich auf einmal ein Let's Play zu dem Spiel mache, wo vielleicht einen Monat später eine Deluxe-Version kommt. Weil ich glaube, dasselbe Spiel zweimal wollte ich glaube ich auch nicht antun. Ah, okay, ich glaube jetzt bin ich wieder im Bild. Das stimmt, das ging mit dem Wasser, der Secret. Wartet. Da musste man jetzt schnell sein. Genau. So, jetzt geht das noch weiter hoch. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Schaffe ich es? Oh, hab's geschafft. Das war der doch, oder? Ja, das war der Secret. Mit dem Wasser hat's dann sofort wieder Klick gemacht, aber genau wie jetzt genau ging, das war jetzt gerade reingeraten. Nur Glück gehabt, dass ich den Schalter rechtzeitig gesehen habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich einfach weitergelaufen. Nope, alles gut. Ich glaube, die heutige Folge könnte tatsächlich etwas länger werden, weil hier sind 5 Level zu holen. Gut, dann nochmal rein ins Röhrensystem. Damit wir uns auch den normalen Ding holen. Und vor allem die dritte Sternmünze. Warum hat man hier nicht eigentlich direkt ein Gratis-One-Up hingepackt? Ich meine, wenn schon die Koopas da sind... Ja, okay, wäre natürlich zu einfach und fürs One-Up-Farm auch nicht schlecht, aber... Obwohl, gar nicht mal so, weil du musst das Level hier abschließen. Mir fällt auf Anhieb gar keine One-Up-Farm hier im Spiel eigentlich ein. Also, mit One-Up-Farm ist natürlich gemeint, dass man immer dorthin zurückgehen kann, um halt so 8 unendliche One-Ups zu holen. Ihr wisst schon. In dem Fall, dass man zum Beispiel einen Panzer oder sowas einfach die ganze Zeit gegen eine Wand schleudert und das eben die Punkte bringt. Das ging im zweiten Teil besser. Okay, das war ein One-Up. Allerdings für die 100 Münzen. Was lololololol. Ich weiß, ich wirke immer so überrascht, aber das ist ja teilweise echt so. Und meine Katze macht gerade im Hintergrund Lärm, nicht wundern. Jetzt haben wir hier wieder 2 Wege. Okay, hier ist nur eine Brustblume. Für ein paar Points. Jetzt muss ich sogar auf 2 Sachen achten. Einmal auf den Bildschirm hier und zum anderen auf meine Katze, dass sie keinen Blödsinn macht. So, wo geht's hier hin? Hä?
Warte, was? Da muss irgendwo ein Schalter sein mit Wasser. Anders geht's nicht. Oh oh. Bitte sag, ich komme da wieder hin. Oh mein Gott, ich habe die Scherbenmünze verpasst. Ich habe einfach die Scherbenmünze verpasst. Hä, wieso? Hä, wie soll denn das gehen, bitte? Warte, wenn ich... Wie komme ich an die Sternmünze ganz schnell, wirklich jetzt? War da irgendwo ein Schalter, den ich nicht mitbekommen habe, oder was? Das möchte ich jetzt kurz mal überprüfen. Ja, die Folge heute wird auf jeden Fall länger. Beziehungsweise ich schließe den Secret an die nächste Folge ran, aber nee, das mache ich nicht. Aber hey... Oh, nee! Unnötig. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um meine Katze, wirklich. Einfach, weil die gerade so richtig neugierig guckt. So richtig als, ey, was ist denn da drin? Vor allem, das macht mich gerade nervös. Was sie jetzt tut, macht mich am meisten nervös. Raus aus dem Kleiderschrank. Könnt ihr euch vorstellen, was nach der Folge passieren wird. Und jetzt nervt mich eine Fliege auch noch mal im Gesicht. Ganz ehrlich, was ist denn heute wieder los? Nervt mich das Umfeld mehr als alles andere. Ich muss jetzt irgendwas einfallen lassen. Ich hole mir noch mal die Brustblume. Also ich kann mir nur erklären, dass ich einen Schalter übersehen hätte. Ansonsten, hä? Wirklich mit Anlauf? Ich bin gespannt. Ich werde es gleich wissen. Warte, was ist, wenn ich hier lang gehe? Ich kann einfach mit Anlauf, nicht wahr? Oh Gott! Heilige Santa Maria. Das kann nicht sein. Genau, und hier weiß ich schon, wie es geht. Roter Schalter. Genau, darunter. Muss man so einen kleinen Umweg laufen. So, und jetzt sind wir hier. Oh mein Gott. Also das ist jetzt wirklich die Sternmünze, die mich bis jetzt am meisten beschäftigt hat. Das muss man so sagen. Lol, wir sind noch immer nicht am Ziel. Das sind wirklich 4 Level dahin. Bis zum Turm? Really? Ja, dann keine Zeit verlieren. So, was haben wir hier dieses Mal? Ah, ja. Da, okay. Ich kann mich erinnern. Mit den Bergen. Da musste man teilweise richtig schnell laufen, glaube ich, damit man gewisse Sachen erkunden konnte. Und meine Brustblume hat sich mal wieder verabschiedet. Und ich mit meinem Leben auch. Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Ah, hat keiner gesehen an der Stelle. Ich bin ein bisschen zu kurz gesprungen eventuell. Nächster Tod. So, erstmal die Brustblume kurz holen. Dass ich gleich direkt eine neue bekomme. Achso, nee, das ist. Da ist schon nichts bei dem Schalter. Da ist alles gut. Nicht mit mir. Ich verliere gerade Unmengen an Zeit teilweise. Oh. Ah, was ist heute los? Ja, klar, und gleich direkt doppelt. So, hier muss ich jetzt leider jetzt warten, weil ich weiß, der Cooper wird mich sonst eventuell ein bisschen strapazieren mit den Nerven. Ja, okay, hier kann ich auch was machen. Ja, klar. Er zieht dir noch rechtzeitig den Kopf ein. Die mal überlebt. Ah, es geht in eine Art Untergrund. Und auch hier brauche ich wieder einen Mini-Pilz. Also langsam regt es mich ein bisschen auf. Kriege ich hier irgendwo einen? Okay, ich seh schon, was da unten ist. Was haben wir denn hier? Da ist eine Röhre. Das ist aber kein Secret, oder? Ganz egal, was es ist, auf jeden Fall, ich bin in der kleineren Sicht. Ihr seht das Bild rechts unten wieder. Ist nur eine kurze Geschichte. Wo führt mich das hin? Sternemünze, okay. Das war die zweite.
Was ist denn da der Mini-Pilz schon wieder? Das ist aber nicht schon wieder so eine Röhre, die was nichts bringt, oder? Okay, hier ist auch nochmal ein Schalter. Da habe ich geschielt, schnell. Ach so, verstehe schon. Mann, mit Brosmul wäre das... ich verwende sie jetzt mal. Auch wenn es natürlich mit Risiko ist. Aber die Leveln, die werden schwerer. Man merkt es auf jeden Fall. Beziehungsweise ich bin einfach nur blöder geworden. Also am Anfang habe ich mich nicht so noobig angestellt, das weiß ich. Da ist die dritte. Achso, die wird einfach nur bewacht von Hammerbrüdern. Ich hoffe, hier ist eine Brosmul drin. Irgendwo, komm. Da kann es nicht sein. Da ist echt nichts drin. Aber hier ist das Ziel. Das heißt, die eine Brustblume sollte ich auf jeden Fall halten. Wow. Ne, fassen wir zusammen. Die Level sind nicht schwieriger geworden. Ich bin einfach nur schlechter geworden. Innerhalb von der Folge. Gut, das heißt... Jetzt geht's mal hier runter zur Welt 2-A. Wenn das übrigens bei jeder Folge so ist, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen um kurze Folgen. Weil die Angst hatte ich jetzt in der ersten Welt relativ lange. Die sehe ich erst jetzt. Das hast du einmal getan. Ich töte dich jetzt. Okay, ist down. Und hier ist die erste Sternmünze gleich direkt. Irgendwie ist da schon alles richtig dabei, wie es nur geht. Also ich meine, da ist Wasser, also... Dann ist dieses Grünzeugs und so weiter, also das ist mehr Oase als Wüste. Der Kerl ist schon wieder hier. Das Teil habe ich schon vorhin gesehen. So, hier sind noch Palmen. Die Teile kann ich übrigens nicht leiden, möchte ich an der Stelle mal erwähnen, das wisst ihr glaube ich schon. So. Ich habe jetzt schon wieder Angst, dass ich irgendwas übersehen hätte. So, da geht's mal runter. Oh mein Gott. Das war jetzt gerade nur noobig. Einmal ein paar Münster. Ja, nee, ist klar. Und wie soll ich das jetzt genau riechen, dass der jetzt hochspringt? Okay, ich hätte einfach nicht so schnell sein dürfen. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Das war ein Bug. Boah, diese Tode sind aktuell so lächerlich. Weil ich habe sogar gesehen, dass der verdammte Cooper, dass der jetzt runtergeht. I don't know, was ich mir da jetzt gerade gedacht habe. So schnell hoch. Aber brauche ich den Cooper? Nee, stimmt, den Cooper brauche ich doch für irgendwas. War da nicht sogar irgendwas? Jetzt aber. Und ein zweites Mal. Oh. Aber den habe ich wenigstens gekillt. Fakt ist, da unten ist eine Sternmünze. Okay, die Koopas kommen wieder. Dann rolle ich ganz kurz mal da rüber. Das war gerade rein... Oh, das ist sogar die dritte Sternmünze. Boah, das war gerade reines Glück. Ist das jetzt ein Secret oder was? Das ist echt ein Secret. Irgendwie macht mich dieses Spiel gerade komplett irre. Ich weiß nicht wieso. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Ach, zur Rakete. Mhm, verstehe schon. Dann wird die andere ganz normale Röhre zum normalen Ausgang gehen. Nämlich zu der anderen Röhre dort hinten. Boah, ich hoffe, so ein Part war es das letzte Mal. Das ist erst Folge 3. Und vor allem erst Welt 2. Was kommt da wirklich noch? Ja klar, leg mich doch. Oh, jetzt falle ich wieder runter. Noch einmal trifft mich dieser grässliche Fisch nicht. Dafür sorge ich. Ansonsten werde ich mir sein Auge ausstechen. Komm, sprich hoch. Ich weiß, du bist da unten. Da ist er. Vor allem so sah der Fischdamm ist noch aus. Heute ist ja... Wie ist der heutige? Der Ding einen speziellen Namen, weiß ich. Jo, ho, 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 da wollte er mich schon treffen.
etc. Und er hat mich auch getroffen, wie peinlich. Was haben wir hier jetzt? Ist hier der Fisch auch noch irgendwo? Scheint nicht so. Ach, und hier könnte ich mich jetzt ärgern, weil man sieht hier wahrscheinlich rein sogar. Ist hier jetzt das normale Ziel? Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja, da ist das Ziel. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch das Castle. Da haben wir wenigstens auch schon mal die 100% nach wie vor von der heutigen Folge. Alle Sternmünzen, alle Secrets müssten das mittlerweile sein. So, und ich habe genug Coins. Ja, komm, ich öffne das gleich alles. Für später dann. Ich meine, sollten diese Mini-Pilz-Durchgänge wirklich noch irgendwie nötig sein, dann warum denn nicht? Ja, komm, den auch gleich. Ich glaube, es sollte sich aber ausgehen, dass ich alle Gänge öffnen könnte. Und da unten sehe ich gerade, ist ein Pilzhaus, was nicht mit dem Weg verbunden ist. Das heißt, hier muss irgendwo noch ein Secret sein. Oh, und ich kriege erstmal ihn. Ja, nice. Immerhin. Solche Plattformen machen mir schon mal ein bisschen Angst. Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob rechts, links, unten im Eck irgendwas ist. Weil da war sogar was unten, aber ich glaube nicht, dass ich das brauche. Das könnte jetzt kritisch werden. Ich glaube nicht. Oh Gott. Ich will den blauen Panzer behalten. Okay, ist mir gelungen. Hier ist nur ein Knochen trocken, aber das... Ja, nee, ist klar! Warte mal, was? Sag jetzt nicht, ich hätte den blauen Panzer gebraucht. Also der Knochen trocken, der war jetzt gerade mega erbärmlich. Das wird ihm noch viel kosten. Was haben wir denn hier alles noch? Hier ist was. Okay, da komme ich nur mit Wandsprung jetzt hoch. Ist das? Das ist eine Türe. Mit was genau? Wahrscheinlich einer Sternmünze. Ah, okay. Mit Wandsprüngen. Ja, da oben ist eine Sternmünze. Hä? Ach, jetzt geht... Verstehe schon, wie er es will. Ich blicke schon wieder die ganze Zeit auf die Zeit, aber schaut euch das an. Das sind gleich nur 100 Sekunden, das dauert nicht mal lange. Natürlich sind das hier nicht volle Sekunden, aber trotzdem, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Und hier geht's weiter. Ah. Der Ausgang. Wäre krass, wenn das Tier... Hä, die zweite? Wo hätte ich ihn was übersehen? Das Level ist sehr... Da oben ist was. Wie soll denn das wieder gehen? Warte mal, was? Da muss irgendwo ein Schalter sein, nicht wahr? Hier. Ach so, da kann ich nochmal runterlaufen. Ist hier jetzt was sichtbar geworden? Nee. Aber da komme ich ran. Ja gut, hat funktioniert. Wird aber wahrscheinlich die dritte sein, nicht wahr? Ja, so ist es auch. Dann wird diese... Ja, dann ist es nur diese eine da unten. Da muss ich nochmal ein bisschen runterlaufen. 100 Sekunden, das ist schlimm. Hä? Ich check diese Welt nicht. Ist hier das jetzt? Ja, hier ist es. Hier unten war nämlich was. Genau, hier ist die Sternmünze. Ich habe die schon im Vorhinein gesehen. Okay, das heißt, ich muss jetzt relativ schnell sein. Das könnte knapp werden. Ich glaube, das wird ein Game Over. Also Game Over durch Zeit. Nicht ein komplettes Game Over, aber... Ihr wisst schon. Dann. Ach komm! Solche Face brauche ich jetzt nicht. Ich muss den so schnell wie es geht besiegen. Okay, hier war ich schon. Ach, dann ist da unten... Wo waren die grüne Röhre? Da waren die Stacheln. Hä? Wie geht denn das? Ich habe gerade null... Ich habe null Plan. Wo muss ich hin? Okay, die Röhre ist also mein Checkpoint gewesen. Ich muss mal kurz zurück. Was? Ich bin gerade so komplett verplant.
Liegt unter anderem daran, der Zeitdruck hat mir gerade wirklich komplett mein Gehirn zerrissen, manipuliert, keine Ahnung, was da gerade für ein Wort passt. Ich muss irgendwas übersehen haben, anders geht's nicht. Also da oben war die Türe. Warte, jetzt muss ich einmal den Schalter wieder aktivieren. Aber wo, was? Hä? Also hier sind solche Dinge. Da ist... Oh, da ist eine rote Röhre. Boah. Ja klar, und da ist das Ziel. Ey Mann, das hätte man riechen können. Der Sand unten sieht ein bisschen gefährlich aus, da springe ich jetzt mal nicht runter. Oder ich vermeide es zumindest. So, zweiter Treffer. Und bevor er springt, noch der dritte Treffer. Also, eins will ich sagen, den Kampf hätte ich auf jeden Fall in den Zeitlimit geschafft, in dem kurzen. Ich bin aber einmal wieder an mir selbst gescheitert. Weil ich die Stacheln vergessen habe, ich Idiot. Ja klar, da kommen jetzt nur drei Level. Unter anderem ist hier noch irgendwas. Und ich kriege noch eine Belohnung, na immerhin. Immerhin das bekomme ich. Na gut, Leute, dann war das heute eine etwas längere Folge, aber wie schon erwähnt, ich werde jedes Mal einen Weg bis zu dem Turm machen und der war halt mal ein bisschen länger. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir ein bisschen was Kürzeres. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.